So, wir bringen ein gutes, altklassiges Third-Person-Spiel raus. Ich überlege gerade, ob wir ein gutes gemacht haben bisher. Aber ich glaube, das war gar nicht der Fall. Also machen wir eine neue IP praktisch. Retail, das ist, was ich haben möchte. Front of the Colossus, okay. Third-Person-Shooter sind für Erwachsene, glaube ich. Ah ne, für Teenager tatsächlich. Teenager. Es geht um Fantasy in diesem Spiel. Man spielt einen Bogenschützen und man muss große Kolosse besiegen. Götter praktisch. Hauptgenre ist Third Person. Untergenre hierzu wäre es Plattformer, ein Jump'n'Run. Wir springen auf die Kolosse drauf, um sie zu besiegen praktisch. Space Jump. Front of the Colossus für den PC. Ja, diese Beam Machine kommt nicht so gut an. Also ich glaube, ich habe schon die besten Plattformen hier. Wir nehmen das Konzept eines bereits erfolgreichen Third-Person-Shooters. Das war Tomula Reiner Online, ne? Ja, war auch Third-Person-Jump'n'Run tatsächlich. Und alle möglichen Verbesserungen. Bin mal gespannt, ob sich solche ganz normalen Box-Titel im Jahr 2017 noch lohnen. Ihr entfernt Bugs. Ihr könntet hiermit loslegen. Der Sound soll verbessert werden. Und wir nehmen natürlich die maximale Werbung. Front of the Colossus bewerben. Da werde ich dann das erste Mal meine 6 Produktionsmaschinen in Einsatz sehen. Oh, ich habe übrigens ganz viel Platz für Spiele. Heizungen wollt ihr? Verschiedenes ist das, ne? Heizung. Hier ist zum Beispiel noch Platz im MoCap-Raum. Ziemlich viel Platz sogar. Oh, diese kleinen Zwischenräume, die wir mit Absicht gelassen haben. Da passen zwar keine Schränke hin, aber immerhin Heizungen. Ja, Schimmelsrand hat bisher noch nicht mal Gewinn gemacht. Aber das Spiel läuft ja auch gerade erst. Serverkapazitäten scheinen auszureichen. 3,28 Millionen aktive Spieler bereits. Ja, ich denke, da kommt doch noch was zusammen. Ja, gewinnen wird's auf jeden Fall. Frage ist nur, wie viel. Ich frage mich, ob 30 Millionen Downloads als 30 Millionen Verkäufe zählen würden. Könnt ihr nochmal Werbung machen für Schimmelsrand? Und ich mache das Geschäftsmodell... Oh, Betriebskosten. Ich mache das Geschäftsmodell ein bisschen beliebter, indem ich die Charaktere und Klassen rausnehme. In der Hoffnung, dass es dann jetzt häufiger gedownloadet wird, wird es tatsächlich. Großer Messestand natürlich. Wir haben Civ Online, Schimmelsrand und Front of the Colossus. Okay, Forscher arbeiten weiter. Ganz emsig und fleißig. Oh Gott, seid ihr jetzt mit dem Gameplay fertig schon? Das wäre recht großartig. Dann könnten wir dieses Mal vielleicht sogar bei Fertigstellung releasen. Millionen aktive Spieler. Okay, unsere Teamverbesserungen haben definitiv eine Menge gebracht. Wir haben ja auch noch zwei sehr gute Grafiker. 55 hätten wir hier auch noch. 60 Musik und Sound, 59, 57.
Waren drei Grafiker, ne? Ja. Könnte auch nach Programmierern schauen. Nee, keine guten da. Civ Online hat jetzt auch nur noch 450.000 aktive Spieler. Okay, Schimmelsrand nimmt eine ganze Menge Geld ein. Ich denke, damit könnte ich auf die 30 Millionen gesamte Downloads kommen. Aber ich weiß halt nicht, ob das als Verkäufe zählt für das Achievement. Oh mein Gott, ist das Mocap fertig? Was zur Hölle? Oh, die sind alle fertig. Ah, ich habe dieses Mal die Entwicklung nicht unterstützt. Deshalb sind alle vor mir fertig. Aber hätte ich die von Anfang an unterstützt, dann wären wir wahrscheinlich auch gut rausgekommen wieder. Nicht wieder, sondern zum ersten Mal wären am Ende ungefähr alle gleichzeitig fertig gewesen. So muss jetzt leider noch ein bisschen Entwicklung rein. Ich hoffe, man verliert dadurch nicht Punkte, aber das kann gut sein. Wie konnte mir dieser Fehler passieren? Ja, Civ Online können wir vom Markt nehmen. 10 Millionen hat es uns gebracht. Schimmelsrand ist jetzt schon erfolgreicher. Wir sind fertig. Wir produzieren selbst. Gebt uns 2 Wochen vielleicht lieber. Sensationell gutes Publishing und das Ganze für nur 45 Dollar. Okay, ich bin aufgeregt. Ja, wie ich erwartet habe, das Spiel wird jetzt nicht so gut. Ich meine, immerhin eine 95%. Also ich kann es schon nehmen, um zu überprüfen, ob sich solche Spiele noch lohnen. Stell mal 500.000 her. So, erste Woche. Oh, stell nochmal 500.000 her. Aber wirklich, Geld ist noch nicht reingekommen. Möchte ich kurz erwähnen. Oh, jetzt kommt das Geld rein. Ja, nächsten Monat sind wir im Plus und ich glaube, wir müssen nochmal 500.000 herstellen. Was uns wieder ins Minus zieht. Also die Marge bei diesen Spielen ist auf jeden Fall deutlich geringer als bei Free-to-Play-Titeln. Macht mal wieder Werbung für Schimmelsrand. Vielleicht könnte ich ja jetzt dann endlich mit Augmented Reality Support meinen Traum vom erfolgreichen MMO erfüllen. Mehr Mülleimer. Bestimmt ganz viele Räume, in die noch ein Mülleimer passt. Hier zum Beispiel, hier. Hier doch. Ja. Damit haben wir alle Mülleimer. Genau, wir warten gerade auf den Augmented Reality Support und dann versuchen wir ein erfolgreiches MMO rauszubringen. Direkt die Engine verbessern.
So, MMO. Es wird ein Nachfolger zu einem Spiel, das sich gut verkauft hatte damals. Nämlich Witcher, die wilde Hand. 97% Spiel war das Ganze immerhin. Aber dieses Mal nicht als Free-to-Play, sondern als MMO. Dafür haben wir aber eine noch großartigere Grafik und die technischen Sachen sind einfach großartig. Witcher MMO. The MMO. Das Ganze ist ein MMO, wie gesagt, kein Free-to-Play. Nicht schon wieder diesen Fehler machen. Wir nehmen den besten Kopierschutz. 100% Kopierschutz. Ich glaube, der bleibt auch bis zum Ende des Spiels. Wir nehmen das Konzept vom ersten Witcher-Teil. Und den Preis für ein Abonnement setzen wir mal auf $7. Dieses Mal vergessen wir auch nicht, die Entwicklung zu unterstützen. Ganz viel tolle Werbung. Ich bin gespannt. Ich habe einen 68er Grafikmenschen, einen 61er Soundmenschen und eine Legende vielleicht für das Spielebüro hier. Der da wäre ganz gut für MoCap. So, jetzt muss ich überall jemanden entfernen. Warum zur Hölle war der überhaupt hier drin? Aber das frage ich mich häufiger, habe ich langsam das Gefühl. So, erstmal schön ausgemistet. Ja, wir kommen leider nicht auf die 30 Millionen runtergeladene Einheiten von Schimmelsrand. Ein großer Messestand bitte. Schimmelsrand, Front of the Colossus und das schöne neue Witcher MMO bringen uns gemeinsam 80.000 Fans ein, sodass wir jetzt bei 1,46 Millionen hängen. Hängen ist irgendwie der falsche Ausdruck dafür. Wir haben sie ja gerade erst erkämpft. Ja, Publishing-Aufträge sind mal wieder nur Schwachsinn. Mir fällt gerade ein, ich habe noch ganz viel Geld in einem Entwickler stecken. Mein Gott, die habe ich gekauft, da waren die viel weniger wert. Ja, ich steck mal Geld in den nächstgünstigen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie oft sich das verkauft hatte. Meine Spiele, Umsatz. Gut, das ist falsch. The Witcher war bisher am erfolgreichsten, 260 Millionen. Und Schimmelsrand. Warte mal, aber Schimmelsrand war das MMO. Oder? Steht leider nicht dabei. In-App-Käufe, das war das Free-to-Play. Boah, wir können schon... Front of the Colossus war das. Ja, es hat sich okay verkauft. Wir können schon auf sehr, sehr viele erfolgreiche Spiele zurückblicken. Mirage hat damals 1000 eingebracht. So viele Spiele mit Verlust hatten wir gar nicht. Samurai Monkeys war, glaube ich, das MMO. Gut, dass wir noch eins machen.
Was könnte hierbei bloß schief gehen? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind runter auf 3 Millionen aktive Spieler bei Schimmelsrand. Puh, vergesst es. Oh, ihr könnt Bugs fixen. Ganz übersehen. Genau, diese Leute sind alle in der Endphase ihrer Arbeit, aber die Bugfixer sind halt überhaupt nicht fertig geworden. Mach mal Konsolenforschung weiter. Dieses Mal kein Preis für uns. Menno-Leinchen. Menno-Leinchen! La 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 la. Wir sind nirgendwo auf 10.000 Punkte gekommen. Das Ganze wird ein normales Vollpreisspiel. Ich glaube, ich gehe sogar auf 39 Dollar runter. Na? Die Geschwindigkeit nimmt mir ja zu schnell ab. Ja. Drittklassiges Spiel. Schade, wäre gut gewesen, wenn sich das häufiger verkauft hätte. Wir stellen mal nur 250.000 her. Und schauen. Okay, wir können nochmal 250.000 herstellen. Und wir können das mit dem Add-on direkt probieren. Aber nur eins dieses Mal und dann entwickeln wir ein anderes Spiel. Weil wir wissen, den Markt mit Add-ons fluten ist anscheinend keine gute Idee. Witcher Novigrad Adventures. Genau, ein perfektes Dingsbums, ein perfektes Add-on mit 40, 25, 15, 10, oder? 40, 25, 15, 20. Ja, das stimmt. Ihr könnt direkt die Bugs fixen. Beide. Jetzt gucken wir mal, wie schnell das fertig wird. Bei dieser Größe des Entwicklerstudios. So, das MMO selbst hat immerhin 61.000 aktive Abonnements. Aber es bleibt anscheinend bei diesen 61.000. Wie auch immer das sein kann, dass so viele Leute unser Spiel nachkaufen, aber niemand ein Abo abschließt. Ach, das läuft monatlich. Jetzt habe ich das mal verstanden. Abo-Abschlüsse laufen anscheinend monatlich. Also diese Zahlen werden praktisch nur monatlich geupdatet. Wir müssten nochmal was produzieren. So, Entwicklungskosten haben wir noch nicht drin. Novigrad Adventures, da habe ich jetzt vergessen, die Entwicklung zu unterstützen. Ich Vollidiot. Dann wären wir viel schneller fertig gewesen und es wäre wahrscheinlich auch ein besseres Spiel. Oh, wir müssen nochmal nachproduzieren. 100.000 nochmal. Wir haben 200.000 Abonnements. Das geht eigentlich. Das ist eigentlich in Ordnung. Vielleicht noch ein bisschen Marketing für Schimmelsrand.
Läuft die Konsolenforschung noch? Nein, sie haben mal wieder aufgehört. So, wir können Novigrad Adventures publishen. Gib mir eine Woche. Dieses Add-on kommt auch für $39. Oh Gott, das wird ein Scheißspiel. Yep, wir haben versagt. Kann ich eigentlich ein Spielupdate dafür machen? Macht das Sinn? Vielleicht kann ich dann aus dem Scheißspiel noch was Akzeptables zaubern. Stell mal 100.000, stell direkt 250.000 her. Ja, wir präsentieren unsere drei leider eher schlechten Spiele, wobei das MMO selbst war mittelmäßig, aber... Die anderen beiden nicht so. So, mal sehen, ob das die Abos... Oh mein Gott, die Abos sind auf 400.000 hoch. Wir haben 400.000 Abos. Vielleicht ist das jetzt endlich mal ein MMO, das sich auf Dauer lohnen wird. Stellt es euch vor. So, jetzt wissen wir natürlich, dass es sich nicht lohnt, direkt eine Nachfolge rauszuhauen. Deshalb direkt ein weiteres Add-on rauszuhauen. Deshalb machen wir was anderes, aber das hörst du in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.